Mein Name ist Roman Weiser, ich bin bei Professorin wissenschaftlicher Mitarbeiter und ich habe auch eine kleine PowerPoint vorbereitet. Ja, alles klar. Ich gebe jetzt mal einen kurzen Überblick über den Delta Egg und Connected Cars, meine letzten Fahrzeuge. Professorin hat ja sich eben schon des Beispiels etwas bedient. Und wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen vertiefen. Es geht nochmal ganz kurz um die europäische Digitalstrategie und die Masse an Daten, auf die wir uns vorbereiten müssen. Dann wird es kurz um, was überhaupt für Datenflüsse wird es geben im Mobilitätssektor. Dann die Anwendung und insbesondere die Problemkreise, die sich dann ergeben. Da wird einiges vorkommen, worüber gerade schon gesprochen wurde. Ich versuche das so gut es geht, nicht, dass es sich nicht doppelt. Und danach, sofern die Zeit es noch zulässt, werden wir auf sektorspezifische Alternativen schauen, die eventuell die entstehenden Lücken oder die nicht gefüllten Lücken des Data Acts kompensieren können und gegebenenfalls auch ganze Data Governance Modelle müssen herhalten, um die Regelungsmasse da bewältigen zu können. Ein ganz kurzer Exkurs, auch wenn die Zeit es noch zulässt, zum Mobilitätsdatengesetz, was das Bundesverkehrsministerium herausbringen will. Hier eine kleine Übersicht zur europäischen Digitalstrategie und hier ist vor allen Dingen die linke Spalte ganz interessant und soll einmal das Datenvolumen, was wächst, verdeutlichen. Wir gehen von 33 Zettabyte 2018 zu fast mehr als dem Fünffachen, 175 Zettabyte 2025. Und ja, das ist einfach eine riesige Datenmenge und Teil davon ist das vernetzte Fahrzeug. Und was auch verdeutlichen soll, warum das ein total lukrativer Markt ist und warum da so vorgedrungen wird, ist hier eine Statistik von PwC, die prognostiziert, wie das Marktvolumen aussehen wird, was Connected Services in Connected Cars angeht. Und hier kann man sehen, dass da auf jeden Fall Europa prognostiziert hinterherhängen wird, sodass es wichtig ist, dass die EU da regulatorisch tätig wird. Gut, das hat sie auch 2016 schon gesehen. Da hat sie das erste Mal eine Initiative ins Leben gerufen, um Probleme rund das autonome Fahren und vernetzte Fahrzeuge sich damit zu beschäftigen und hat Leitprinzipien für Datenzugang aufgestellt. Und damals wurde festgelegt, wir brauchen immer die Zustimmung des Fahrzeughalters, egal was wir machen. Wir wollen fairen, nicht diskriminierenden Wettbewerb. Datenschutz steht an erster Stelle. Wir wollen weder die sichere Funktionsweise noch die Haftung des Herstellers beeinträchtigen. Und wir wollen auch eine Interoperabilität zwischen den Anwendungen durch einen standardisierten Zugang. Ob das jetzt alles im Data Act umgesetzt werden wurde, ist natürlich fraglich und kann auch eigentlich schon mal mit einem nicht so richtig beantwortet werden. Aber das schauen wir uns jetzt gleich als nächstes an. Kurz mal zum Gesetzgebungsprozess. Das ist auch eben schon angesprochen worden. Wir befinden uns jetzt gerade am Ende der Trilogverhandlungen. Die sind abgeschlossen worden und eine Verabschiedung ist voraussichtlich Ende dieses Jahres mit zu rechnen. Das ist insbesondere interessant, da auch eben schon grob angerissen von Professor Hörn, der Entwicklungszyklus von Fahrzeugen um die 4 Jahre, 3 bis 4 Jahre. Tesla schafft mittlerweile 3 Jahre, alle anderen wollen das auch, sodass jetzt sich schon gekümmert werden muss, die ganzen Regelungen müssen implementiert werden, wie die Fahrzeuge konzipiert werden, regelt sich also jetzt schon nach dem Data Act. Sollte es zumindest. Gut, dann Datenflüsse im Mobilitätssektor. Mach mal ganz kurz. Diverse Kameras, Sensoren zeichnen interne Daten auf, alles, was im Auto passiert, externe Daten, alles, was drumherum passiert. Und das erzeugt in der Konsequenz eine riesige Datenmenge. Man kann auch von einer Datenschleuder sprechen. Da kommen wir gleich noch mal kurz darauf zurück. Grundsätzlich kann man darüber hinaus die Kategorien für Fahrzeugdaten in Umgebungsdaten aufteilen. Halt alles, was andere Verkehrsteilnehmer drumherum machen, die Kommunikation mit der Verkehrsinfrastruktur, die Aufnahme von Verkehrsereignissen, wie zum Beispiel Unfällen. Das dient hauptsächlich, oder diese Daten dienen hauptsächlich der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Haben wir fahrzeugbezogene Daten, also alles, was das Fahrzeug über sich selber aufzeichnet, hauptsächlich Produktverbesserungen durch die Automobilhersteller. Und hier ist quasi der erste Punkt, wo insbesondere der Data Act die Datensilos der vernetzten Fahrzeuge aufbrechen will. Produktverbesserung soll eben nicht nur durch den Automobilhersteller selber, sondern auch durch
dritte Teilhersteller, die sogenannten Original Manufacturers hergestellt werden. Und dann haben wir fahrerbezogene Daten, also alles, was die Person am Steuer betrifft, Komfort, Standort, Navigation, Fahrverhalten. Insbesondere soll dadurch digitale Dienste und neue Anwendungen entwickelt werden durch Big Data Analysen zum Beispiel, aber auch Fahrverhalten super interessant für Versicherungen, Komforteinstellungen für neue Dienste, sodass das auch den vermutlich prognostiziert, der Mittelpunkt der Datenanalyse wird sich auf diesen Teil der Daten beziehen. Das liegt auch an dem prognostizierten Marktvolumen, wie wir das eben gesehen haben, das dort liegen wird. Ob sich das am Ende wirklich dann so ergibt, bleibt abzuwarten. Eine letzte Übersicht noch zur Datenschleuder. Hier ist einmal gegenübergestellt, wie viel Daten ein vernetztes Fahrzeug pro Stunde generiert, im Vergleich dazu, wie viel verschiedene Webanwendungen verbrauchen. Also die Gegenüberstellung ist nicht 1:1, sondern es ist Erzeugung versus Verbrauch. Trotzdem sehr interessant zu sehen, 25 Gigabyte ist eine ganze Menge pro vernetztes Fahrzeug pro Stunde. Da kann man sich vorstellen, was da auf einen zukommt an Datenmasse. Gut, kommen wir zum Eingemachten. Anwendung des Data Acts. Was verspricht das Datengesetz im Automobilsektor? Grundsätzlich niedrige Preise für Anschlussmarktdienste, Reparaturen, neue Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Onboard-Diensten. Also wie gesagt, es sollen sich ganz neue Dienste quasi herausentwickeln im besten Fall. Und grundsätzlich soll der Zugang zu den Daten besser werden. Besser ist natürlich irgendwie ein weiter Begriff. Hier wird hauptsächlich gemeint sein, dass standardisierter Zugang ermöglicht wird. Und das ist auch etwas, wo ich gleich darauf zurückkomme, was nur bedingt leider gelingen wird, vermutlich. Die beteiligten Konstellationen behandeln wir relativ schnell. Da hat Professor Hörn eben schon was zu gesagt. Der Dateninhaber ist derjenige, der die Kontrolle über die technische Konzeption des Produkts oder des Dienstes hat und in der Lage ist, die Daten bereitzustellen. Das wird aller Voraussicht nach immer zunächst der Hersteller sein, der bestimmt Infrastruktur und Konzeption des Fahrzeugs. In Zukunft können das aber auch die Anbieter externer Dienste sein. Wenn wir weiterdenken und auch mal ein direkter Zugriff dieser externen Dienste in das Fahrzeug möglich gemacht wird und die Daten gar nicht mehr an den Autohersteller gehen, sondern direkt an den externen Dienstanbieter, kann dieser auch theoretisch Dateninhaber werden. Dann haben wir den Nutzer und hier ist auch ein Problem natürlich zu finden. Derjenige, der das Produkt besitzt, mietet oder liest. Grundsätzlich ist hier eine vertragliche Überlassung ausreichend. Jetzt kann man es einmal weit verstehen, das heißt, der Halter kann Nutzer sein, aber auch jeder Fahrer könnte Nutzer sein, sodass man nur die bloße Generierung von Daten durch quasi den Betrieb des Fahrzeuges ausreichen lässt. Die andere Ansicht möchte das enger sehen und vor dem Hintergrund der weitreichenden Befugnisse, die dem Nutzer zuteil werden, sollte dieser schon ein legitimes Interesse am Datenzugang haben. Das erscheint aus Effizienzgründen wohl vorteilhaft, da sich ansonsten der Dateninhaber mit einer Masse an Nutzern rumschlagen müsste, wie man so möchte. Und von daher wird sich vermutlich auch im Hinblick auf datenschutzrechtliche Konstellationen eher die etwas engere Ansicht bzw. das legitime Interesse am Datenzugang etablieren, sollte sich zumindest etablieren im letztlich Endentwurf. Ja, und der Datenempfänger, eben auch schon mal angerissen worden, derjenige, der die Daten, dem die Daten bereitgestellt werden, der muss zu gewerblichen, beruflichen Zwecken handeln. Und ja, hier kommen Werkstätten, Versicherungen, Navigationsanbieter, Originalteilehersteller, alles diese Akteure in Betracht. Kommen wir zum Zugang zu Daten und den Problemen, die sich darstellen. Unter anderem, also das ist kein abschließender Überblick hier, nach Artikel 3, dem sogenannten Direktzugang, Artikel 3 Absatz 1 Data Act Entwurf, sind die Daten standardmäßig, einfach, sicher, kostenlos, umfassend, strukturiert, maschinenlesbar und möglichst direkt zur Verfügung zu stellen. Die Vielzahl an Adjektiven ist natürlich, kann einen erstmal erschlagen und
stellt natürlich auch die Automobilhersteller oder die Produkthersteller vor Herausforderungen. Und hier habe ich mir jetzt mal herausgepickt, die Umsetzung dieser Default-Einstellung, also das standardmäßig. Das heißt, ja, Erwägungsgrund 21 des Detailentwurfs sieht eine Zugänglichkeit sowohl am Produkt vor als auch remote. Remote würde jetzt heißen über eine App als Backend-Lösung oder am PC über eine Webseite. Das Problem ist allerdings, wenn man auch eine Zugänglichkeit am Produkt vorsehen sollte oder muss sogar, dass der Erwägungsgrund 19 keine Pflicht zum Einbau zusätzlichen Speichers einsieht. Also der stellt quasi klar, der Zugangsanspruch sollte nicht dazu dienen, dass oder sollte nicht dazu verpflichten, dass zusätzliche Speichermedium im Produkt eingebaut werden muss. Bei der Masse an Daten, die wir gerade gesehen haben, die am besten Fall strukturiert und möglichst direkt, also in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden sollte, kann sich aber fast keine Cloud-Lösung, das heißt, die Daten gehen erst hoch und kommen dann wieder runter quasi, um direkt am Produkt zugänglich zu sein, kann fast nicht realisiert werden, sodass für diesen Zugang am Produkt quasi schon erforderlich sein könnte, dass zusätzlicher Speicher vorgesehen wird. Also hier haben wir ein Spannungsverhältnis, was nicht aufgelöst wird oder noch nicht aufgelöst wurde. Und hier bleibt das Endergebnis, die Endfassung abzuwarten. Zusätzlich haben wir das Problem, dass das Verhältnis dieses Direktzugangs aus Artikel 3 zu den Zugangsansprüchen aus Artikel 4 und 5 unklar ist. Artikel 4 sagt dahingehend, dass kann der Nutzer nicht direkt auf die Daten zugreifen. Und dieser Satz ist interpretationsbedürftig im Verhältnis zum Direktzugang aus Artikel 3, sodass man auf der einen Seite sagen könnte, ja, Artikel 4 setzt nur ein, wenn der Zugang nach Artikel 3 aus technischen Gründen oder warum auch immer gar nicht gewährt wird, also eine sehr restriktive Interpretation des Artikel 4. Eine andere Interpretationsweise könnte so lauten, dass Artikel 4 nur greift, wenn kein Zugang am Gerät direkt, sondern höchstens remote gewährt wird. Dann stellt sich in diesem Fall die Frage, Zugriff über eine Schnittstelle im Auto oder über Zugriff über externe Server notwendig. Also hier ist zu hoffen, dass eine Klarstellung von diesem Direktzugang zu Artikel 3, vom Direktzugang des Artikel 3 zu diesem auf Anfrage erfolgenden Zugangsanspruch aus Artikel 4, dass der erfolgt und dieses Zwischenverhältnis aufgelöst wird. Das Verhältnis zu Artikel 5, das heißt dem Anspruch, dass ein Dritter die Daten vom Nutzer verlangen kann, beziehungsweise dass der Nutzer die Daten an einen Dritten weiterleiten darf, das wird wohl von Artikel 3 nicht berührt und ist unabhängig davon. Anderweitig könnte quasi der Dateninhaber beeinflussen, wann der Dritte welche Daten bekommt. Das ist offensichtlich nicht gewollt. Ein weiteres Problem stellt Artikel 6 dar. Diese Zweckvereinbarung zwischen dem Nutzer und dem Dritten über die Datenverwendung. Das heißt, eben schon mal kurz angesprochen worden, der Dateninhaber hat quasi durch diese Zweckvereinbarung zwischen dem Dritten und dem Nutzer, verliert er so ein bisschen die Steuerung über die Datenverwendung. Es ist eben angesprochen worden, ja, man kann den Nutzer vielleicht vertraglich dazu anhalten, das zu unterlassen oder dies zu incentivieren, dass er das nur in einer bestimmten Weise macht. Allerdings ist das auch noch nicht, ist keine absolut rechtssichere Weise und grundsätzlich auch im Widerspruch zu der weitreichenden Nutzersouveränität, die der Data Act halt vorsieht und grundsätzlich auch nicht mit dem momentan herrschenden Extended Vehicle Concept vereinbar. Das heißt, die Datenbereitstellung und der Zugriff ausschließlich über den Automobilhersteller läuft. Und dieses Konzept greife ich am Ende auch noch mal kurz auf. Und hier ist auf jeden Fall, der nächste Punkt kommt auch noch dazu, dass unklar sind, wo die Grenzen der Zweckbestimmung liegen und ob gegebenenfalls auch eine zweckungebundene Weitervermarktung des Dritten auf danach liegenden Datenmärkten möglich sein kann. Das erscheint nach dem Detail nicht unmöglich.
steht aber im Widerspruch zu dem Vorhaben, die Entwicklung von Konkurrenzprodukten zu einzudämmen und eben auch Geschäftsgeheimnisse und Betriebsgeheimnisse zu schützen. Hier ist auf jeden Fall viel Innovationspotenzial, was adressiert werden muss. Also ist das möglich, ist das nicht möglich? Das muss geregelt werden und ist momentan noch offen. Ferner als letztes Problem des Zugangs zu Daten beseitigt der DataHack-Entwurf auch nicht die Möglichkeit, dass der Dateninhaber sogenanntes Business Monitoring betreibt. Das heißt, dass er durch die Zugangsgewährung strategische Informationen sammeln kann. Also beispielsweise, ich bin Daimler und Bosch oder wer auch immer, ruft immer in bestimmten Abständen die und die Informationen ab. Und dann auf einmal nicht mehr und dann doch wieder. Daraus kann ich Informationen für mich selber ableiten, die gegebenenfalls mir einen strategischen Wettbewerbsvorteil geben können. Ist die Frage, ob das unterbunden werden sollte oder muss. Momentan wird es auf jeden Fall nicht unterbunden. Das leitet uns dann über zum fairen Wettbewerb. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Data Act an verschiedenen Stellen wohl die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen eher behindert als fördert. So sind beispielsweise ursprünglich in dem ersten Kommissionsentwurf nur Rohdaten vorgesehen gewesen zum Teilen. Nach einer Anpassung dann auch aufbereitete Rohdaten, jedoch keine abgeleiteten oder aggregierten Daten. Das ist daher ein Problem, dass häufig diese aggregierten Daten und abgeleiteten Daten am wirtschaftlich wertvollsten sind und eine Trennung auch nicht so einfach möglich ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich voraussichtlich aus den Trilog-Verhandlungen eine Anpassung dieser Definition ergeben wird, sodass tatsächlich alle Daten erfasst sind und nur noch wesentliche Modifizierungen dieser Daten nicht erfasst sind. Wie gesagt, abwarten und Tee trinken, heißt es gar. Vom Data Act außerdem nicht erfasst, für die Innovation und den Fortschritt aber immens sinnvoll, ist es Dienstanbietern, Zugang zu Fahrzeugfunktionen und der Kommunikationsschnittstelle mit dem Nutzer zu ermöglichen. Das ist natürlich ein bisschen heikel, weil Hersteller sehen da ein riesiges Sicherheitsproblem. Das könnte aber gerade der Durchbruch sein, um Innovation zu fördern, weil dann gerade Dienstanbieter sagen, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, auf das System zuzugreifen und dieses quasi zu beschreiben, also mit einem Schreibzugriff, das gibt mir ganz neue Möglichkeiten und gerade deswegen möchte ich hier vielleicht investieren und einen Dienst entwickeln. Außerdem eben angesprochen aus der Initiative 2016, es gibt immer noch keine hinreichenden Vorgaben zur Förderung der Interoperabilität von Daten und Diensten. So kann es sein oder ist es in der Praxis so, dass Mercedes, Daimler, BMW, VW, alle dasselbe Datum rausgeben quasi per se, aber unterschiedliche Formate und dass auch die Systeme untereinander quasi unterschiedlich aufbauen. Das heißt, ein Dritter, der auf die Daten von diesen drei Herstellern zugreifen möchte, drei unterschiedliche Herangehensweisen, um diese Daten auszuwerten, haben muss. Das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und hier fehlen halt Vorgaben, dass dasselbe Datenformat verwendet wird, dieselbe Systemvorgabe gemacht wird, damit überhaupt der faire Wettbewerb im Aftermarket gewährleistet werden kann. Eben schon mal kurz angesprochen, dieses nutzerzentrierte Modell des Data Acts, die Souveränität des Nutzers, dadurch entstehen halt hohe Kosten. Ich als Dienstanbieter, als Dritter, der die Daten haben möchte, kann nicht einfach zum Nutzer gehen, zum Dateninhaber gehen und sagen, hey, ich hätte gern Datum XY und davon gerne ganz viel. Nee, ich muss über den Nutzer gehen und der muss dann quasi mit dem muss ich das verhandeln, diese Datenlizenzvertrag und dann muss der zum Dateninhaber gehen. Unglaublich hohe Transaktionskosten, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Hier wäre zu wünschen, dass auch sektorspezifische Regelungen im Nachgang möglich gemacht werden, die das gerade für den Autosektor umgehen quasi. Mhm. Ja, und der letzte Punkt zum Abschluss, eben auch schon angesprochen worden, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Grundsätzlich verfolgt der Data Act den Vorrang des Datenzugangs, um einen Overclaiming, also einen Überbeanspruchen der eigenen Geschäftsgeheimnisse zu verhindern. Das soll dadurch geschehen, dass es eine
Spezifizierungslast gibt quasi. Das heißt, der Geheimnisinhaber muss ziemlich genau spezifizieren, warum das jetzt genau hier mein Geschäftsgeheimnis sein könnte und warum das geschützt werden muss. Die Trilogverhandlungen haben da ganz, in den Trilogverhandlungen wurde ganz stark darum gekämpft, quasi. Die Lobby wollte wesentlich größeren Schutz für Geschäftsgeheimnisse. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sie sich da durchgesetzt hat. Zu hoffen, aus einer Innovations- und Datensouveränitätsperspektive bleibt natürlich, dass diese Einschränkung durch das Geschäftsgeheimnisrecht die Effektivität der Zugangsgewährung nicht aufweist.